So, wir haben hier zwei Anlagen, die verglichen werden sollen. Nutzungsdauer, Absatzmenge und Absatzpreis sind, Absatzpreis pro Einheit sind identisch. Bei Anschaffungspreis, also hier und bei den Einrichtungskosten haben wir Unterschiede. Restwert am Ende der Laufzeit ist wiederum identisch. Dann haben wir noch Unterschiede in Bezug auf die fixen Betriebskosten. Und die variablen Stückkosten und dann haben wir noch einen Kalkulationszins, das angegeben, der identisch ist. Genau, die beiden Anlagen wollen wir jetzt vergleichen. Das ist die Ausgangssituation. Für die Vorteilhaftigkeitsbetrachtung müssen wir zu dem Anschaffungspreis von 220.000 noch die Errichtungs- und Frachtkosten von 25.000 dazu rechnen. Also, dabei steht A für das Jahr. A, ach so, hier das A steht für Annum, also bedeutet Jahr und es ist wie bei P.A. bei Zinsen pro Jahr, die fällig sind. Das ist einfach eine Konvention, wie man das schreibt. Das heißt, das hier sind die Anschaffungskosten. Das hier ist also die 220.000 plus die 25.000. Also haben wir das und das. Ansonsten setzen wir einfach 1 zu 1 in die Formel ein. Die Formel, die hier unten steht. Also die Anschaffungskosten I, den Restwert L, die Zinsen von 7%. Und erhalten dann am Ende einen jährlichen Kapitaldienst von 37.850. Also was hier steht, ist einfach alles 1 zu 1 in die Formel eingesetzt. Und dann haben wir eben einen Kapitaldienst von 37.850 pro Jahr. Dann müssen wir uns noch die Betriebskosten für Anlage A anschauen. Betriebskosten sehen wir hier, es sind fix 10.000 Euro pro Jahr und variabel 4,6 pro Stück. Und irgendwo steht, achso, die Absatzmenge pro Jahr, die wir erwarten, ist 25.000. Das ist das hier. Das heißt, 25.000 mal 4,60 € sind eben die gesamten variablen Kosten. Das hier sind die gesamten fixen Kosten. Macht zusammen Betriebskosten von 125.000 Euro pro Jahr. Das ist das A. So, das zusammengenommen haben wir dann eben Gesamtkosten der Anlage A in Höhe von hier, diesen Betriebskosten plus den Kapitaldienst macht einen Gesamtkostenbetrag von 162.850 pro Jahr. Für die Anlage B können wir genau dasselbe ausrechnen. Hier haben wir eben beim Kapitaldienst zu berücksichtigen hier den Anschaffungspreis und diese Einrichtungskosten. Das sind die 270.000 hier. Den Rest setzen wir wieder 1 zu 1 ein in die Formel und erhalten dann eben einen Kapitaldienst von 41.850 Euro pro Jahr. Betriebskosten ergeben sich als 115.000 Euro pro Jahr. Sie sehen, da sind hier die variablen Stückkosten und die Menge, das ist also 25.000 mal 4 plus die Fixkosten, macht 115.000 Euro pro Jahr, macht Gesamtkosten in Höhe von 156.850 Euro pro Jahr. Das war's auch schon. Und weiter geht's im Skript.